so wie die Helferinnen und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes, konnten heute die Kaserne verlassen. Die Quarantäne ist aufgehoben, nachdem nochmals alle getestet worden sind und die Tests komplett negativ waren und nachdem es nochmals einen ärztlichen Check gegeben hat durch den Amtsarzt. Insofern können jetzt die Rückkehrer aus Wuhan gesund zu ihren Familien zurückkehren. Und das ist natürlich eine gute Nachricht, über die wir uns freuen. Also ich bin dann mit einem Team nochmal hinein und wir haben dann eben nochmal die Temperaturen gemessen. Dann habe ich die Gäste nochmal abgehört, ob da eben sich irgendwelche Auffälligkeiten finden und dann nochmal in den Rachen geguckt, ob es da eben Anhalt auf Rötungen oder andere Erkältungszeichen gibt und dann nochmal das Wertebefinden abgefragt und nochmal kurz abgetastet nach Lymphknoten. So, wie man, was sie eben auch machen, wenn sie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Männerschnupfen haben.